Hey Leute, hier ist wieder euer Beko. Heute zeige ich euch mal, wie ihr euch selber die Kapitalfrisur machen könnt. Es ist eigentlich ganz einfach. Ich habe jetzt leider vergessen, das Ganze davor schon zu filmen, wo ich diesen Hairstyle gemacht habe. Aber ich erkläre es euch einfach mal. So, zuerst mal meine Kamera hier wieder platzieren. Übrigens Leute, ich nehme wieder mit dem iPhone X auf, also iPhone 10, und ihr seht, die Qualität ist Bombe. So, ich tue erstmal hier Ding. So, hier habe ich jetzt irgendwie meine ganzen Shisha-Dauer, aber das benutze ich jetzt einfach mal als Stativ. Ich werde mal mein Handy irgendwie hier platzieren. Schauen wir mal, wie man das jetzt machen kann. So, an die Wand dran und es läuft. Shit. So, jetzt aber. Auf jeden Fall, ihr seht, das ist die Kapitalfrisur. Die kennt man ja mittlerweile aus allen Videos, aus den aktuellen Videos, aus dem aktuellen Album. Und ja, ich muss sagen, die Frisur ist sehr beliebt. Viele wollen so eine Frisur haben, aber wissen eigentlich, wie man das macht. So, zuerst, was ihr machen könnt, so habe ich das gemacht. Ihr nehmt euch. Nehmt euch so einen, zum Beispiel jetzt, so einen Lottoschein, okay, den könnt ihr hier so halten, beziehungsweise so, genau, den könnt ihr euch hier so hin tun, gerade halten, dann holt euch, ich weiß nicht, eine Schere oder so eine Bastelschere, was auch immer, oder eine Küchenschere, das ist eigentlich scheißegal, so, und dann seht ihr hier die Haare, die abstehen, und so müsst ihr drum herum gehen. Ihr könnt theoretisch auch irgendwie so eine Pfanne oder so einen Topf benutzen, wo halt euer Kopf reinpasst, könnt ihr das runter tun und dann halt so entlang schneiden. Wenn ihr jetzt keine Bastelschere oder Küchenschere habt, könnt ihr auch hier einfach so einen Schäler nehmen. Einen Spargelschäler oder Karottenschäler oder Gurkenschäler, was auch immer. Und genau, dann könnt ihr quasi hier so runtergehen. Und ja, ihr müsst halt echt auf die Form auch achten. Genau, am Ende nehmt ihr euch einen Kamm. Ich habe jetzt keinen Kamm da. Ja, ich habe jetzt nichts, aber ihr könnt auch die Finger nehmen. Auf jeden Fall Haare ganz schön nass machen. Dann runterkämmen. Und am Ende nehmt ihr hier so ein Haarspray. Ich habe jetzt hier so von Syos habe ich so ein Haarspray. Das ist Maxhold Stufe 5. Genau. Das nimmt ihr und macht hier ein bisschen was drauf. Ich meine, ihr wollt ja auch, dass eure Haare bei Wind halten. So. Das wäre es eigentlich schon. Ihr könnt auch theoretisch das am nächsten Tag genauso lassen. Also ihr müsst nicht unbedingt eure Haare waschen, weil, keine Ahnung, da passiert jetzt nicht wirklich was. Und ihr könnt extra viel Haarspray machen, damit es auch morgens erhält. Könnt ihr aufstehen, könnt einfach rausgehen, ohne eure Haare nochmal neu sein zu müssen, wisst ihr, ich meine. So, und ja, da fehlt noch was. Natürlich. Also könnt ihr machen, müsst ihr nicht, aber eine Cappy natürlich hier. Eine Cappy drüber. Ist jetzt keine Gucci Cap. Ich habe jetzt leider keine, aber wenn ihr eine wollt, ihr wisst, bei Wish oder in Türkei auf türkischen Bazar könnt ihr das für 10, 15 Euro ungefähr holen, so eine gefälschte Cappy. Und ja, so ist der Kapitallook vollendet. Ich hoffe, ihr könnt es gut nachmachen und so. Ja. Auf jeden Fall schreibt mir eure Meinung dazu. Wenn ihr mehr solche Haarstyle-Tutorials haben wollt, sagt mir Bescheid. Ja, dann kann ich noch das ein oder andere Video machen. Haut rein, danke.